Monatelang hat er geplant und organisiert und auch gekämpft. Für Peter Syr ist heute schon der große Tag. Der Tag, an dem sein jüngstes Kunstwerk Wirklichkeit wird. Eine aus Stahl geschnittene Ehrung für den Bullen von Tölz. Ich bin so gespannt, wenn der da endlich drinsteht. Also ich habe das ja nur im Modell gesehen und in dem Arrangement im Brunnen nie gesehen. Und das schaut halt in der Realität dann da ein bisschen anders. Ja, ja, pass auf. Geht schon. Doch schon vor Monaten gab es Aufregung. Damals konnten die Bürger das Modell des Brunnens begutachten. Und es gab durchaus böse Kommentare, wie abartig hässlich oder Rostlaube. Bürgermeister und Stadtrat aber finden, dass der Brunnen seine 20.000 Euro durchaus wert ist. Der Brunnen polarisiert natürlich. Und ja, ich denke, dass das aber insofern auch gar nicht schlecht ist, dann wird er umso mehr wahrgenommen. Und das ist eigentlich auch mit ein Grund, wo man gesagt hat, man macht sowas, es sollte ja Aufsehen erregen. Die Kurstadt am Alpenrand weiß genau um den touristischen Stellenwert von Kommissar Benno Berghammer. Es gibt Stadtführungen auf den Spuren seiner Mordfälle. Jede weitere Ausstrahlung der Serie ist kostenlose Werbung. Nicht alle haben das gleich erkannt. Tölzer hat manchmal nur gesehen, dass er jetzt im Moment gar kein Geschäft macht, weil da eine Kamera steht. Dass sich das dahingehend auswirkt, dass das Busse, weil die Leute kommen. Oder dass die Übernachtungen auch in schlechten Zeiten noch halbwegs oben bleiben. Das haben sie noch nicht so schnell geschnallt. Nichtsdestotrotz, Ottfried Fischer hat das Modell bereits abgesegnet, auch wenn er es mit vier anderen Figuren der Serie teilen muss. Der Bulle ist getroffen, da kann man nichts sagen. Die Stadt Bad Tölz sagt, dass dies das erste Denkmal für eine Fernsehserie überhaupt sei. Wie auch immer, rein praktisch gesehen ist es eine Brunnenverschönerung. Die fünf Figuren werden im Wasser stehen. Deswegen der Arbeitstitel, der Bullenbrunnen. Sauber, Denkmal kriegt der Gesetz. Na ja, gut. Na ja, warum nicht? Dann wir einfach, dass so eine rostige Metallplatte drin steht, mir gefällt es nicht. Die Scheiben aus Kortenstahl werden weiter rosten, die Flecken einer gleichmäßigen Patina weichen, mit voller Absicht. Edelstahl ist viel zu glatt, viel zu elegant für den Bullen von Tölz, für Resi Berghammer. Das passt einfach nicht, das muss doch etwas derber und rustikaler sein. Durchaus klamourös wird es am Sonntag bei der offiziellen Einweihungsfeier, natürlich mit Ottfried Fischer.